Man kann hier ein Geschäft aufziehen. Hier und jetzt. Es ist noch nicht zu spät. Ich geh's an. Sie kommen! Dieser Ort gehört uns! Uns! Bogen um meine Stadt, Junge. Ryan, passt auf mich auf, nicht auf dich. Ich mag dich nicht. Ich glaube, der Böse Mann ist fähig, Mr. Duff. Ich hab dir ein Feuer geschlafen. Ich scheiß dich zu! Oh, hab ich dich erschreckt? Ja, lauf! Verdau noch mal, ich verhute! Oh, bleib mal
Abby, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig und übel. Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zumute, Mary. Das ist der Plasmid Blues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten und eben dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Der Sieger! Auf mich wirkst du eher wie ein Verlierer. Ach, nichts. Nur schon wieder meine Zeit verplempert. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcadia gesät. Ich war es. Helfen Sie mir bei der Suche nach diesen Patzen. Ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar, Bäume, Bäume. Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für Ungeheuer. Oh, Sammy, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. Muchas gracias.
Senor! Meine Bäume! Das warst doch nicht du, oder? Nein, Ryan. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Ach, wem erzähle ich das? Könntest du eine Rosa Gallica für mich finden? Such in der Grotte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Du besuchst diesen Ort! Also, ich bin zwar eine Frau der Wissenschaft, aber ich scheue mich nicht, den einen oder anderen Dollar zu verdienen. Ryan hat gesagt, wenn ich die Profite in Arcadia erhöhen kann, würde ein Teil der Mehreinnahmen bei mir hängen bleiben. Also dachte ich mir, warum für Sauerstoff bezahlen, wenn wir doch Bäume haben, die Photosynthese betreiben? Mensch, wir können doch die Sauerstoffüberproduktion an den Rest der Stadt verkaufen und die anderen Jungs unterbieten. Ryan wird das sicher gefallen. Denn Fontaines Leute sind mit aller Macht ins O2-Geschäft eingestiegen.
Tötet das Gift! Verbrennete Parasiten! Typisches Verhalten für jemanden mit deiner Kondition! Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken, wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. Ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft. Herrgott nochmal. Hey, die Abriegelung! Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Ich beobachte dich. Kommt her! Ich hab meine Zeit nicht gestohlen, Ungeheuer!
ist meine Pumpe. Bettchen, Mr. B. Hast du die Rosa Gallica? Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung in Schönschrift? Schick sie mit der Robust rüber. Ja, sehr gut. Perfekt. Komm hoch in mein Büro. Ich lass dich jetzt rein. Ich glaube, ich hab genau das, was wir brauchen, um dem Wald wieder neues, grünes Leben einzuhauchen. Ich habe die Sicherheitssysteme von diesem Laden gehackt. Die Geschütze werden dir nichts tun. Komm hoch in mein Büro. Wer sagt, dass man einem alten Hund keine neuen Tricks mehr beibringen kann? Eine gewisse bescheuerte Pflanzenforscherin braucht 4 Jahre, bis sie den Trick raus hat, die Bäume im Pazifikraum zu entlauben, um die Japsen zu verjagen. Und jetzt sitze ich hier auf dem Grund des Atlantiks und versuche herauszukriegen, wie man den Prozess wieder umkehren kann. Adam, das ist wie schwarz gebrannter Schnaps, multipliziert mit der Atombombe, multipliziert mit Eva und der Schlange. Mal sehen, was es ausrichten kann. Julie, wir beide hatten doch eine Abmachung, oder etwa nicht? Und es ist bereits Geld geflossen. Lass mich dir aus unserem Vertrag vorlesen. Mr. Ryan. Ich zitiere Abschnitt 3.4. Die Ryan Industries Corporation erhält die Exklusivrechte zur Herstellung, Nutzung und Verwertung des Lazarus-Vektors. Eigentum bedeutet zivilisatorischen Fortschritt, Julie. Ohne die Wahrung des Eigentums fallen wir zurück in die sumpfige Vorzeit. Jedes Mal, wenn ihr einen Schritt näher zum gegnerischen Tor kommt, schießt Ryan es ein Stück weiter von uns weg.
Ich töte seit 25 Jahren Bäume. Seit der Zeit in Berkeley, damals in den 20ern, bis zu der Sache auf Iwo Jima, wo es gegen die Japsen ging. Aber ich habe noch nie einen wieder zum Leben erweckt. Aber jetzt habe ich's geschafft, Becky. Mami ist dabei, ihren ersten verdammten Mutantenbaum zu erschaffen. Ich werde meine Schöpfung den Lazarus-Vektor nennen. Vielleicht erweckt sie ja auch die Karriere der alten Dame wieder zum Leben.